Willkommen zurück zu The Evil Within! The Consequence. Da stehen wir nun. Ich musste mal wieder eine kleine Pause machen und dementsprechend bin ich jetzt erstmal wieder draußen. Erstmal gucken, was jetzt... Ach ja, genau. Ich werde ja hier jetzt halbwegs überfallen und so. Okay, hab ja eine gute Deckungsposition eigentlich. Dann geht's los. Oh Gott, ist das schnell! Oh Mann, ich bin aus der Übung. Ich würde gerne einen Kopftreffer machen, aber das traue ich mir nicht zu. Doch, ich traue es mir ab und zu. Oh je, aber wenn ich so langsam weiterhin mache, dann habe ich ein Problem. So, das war zwar ein Kopftreffer, aber das bringt mir nichts. Okay, kann ich nicht einfach abhauen? Muss ich hier Gegner machen? Ich probiere das mal eben, aber nicht ohne die Muni mitzunehmen. Hat sie das jetzt mitgenommen oder nicht? Egal, ich will erstmal gucken. Vielleicht kann ich hier einfach gehen. Vielleicht muss ich gar nicht kämpfen. Es wirkte halt nur so, dass das so ein typischer Verteidige-Dich-Moment wäre. Aber schauen wir uns doch mal um. Ich habe jetzt nicht so wirklich ein Ziel im Plan. Ich werde wahrscheinlich auch verfolgt. Ich bin ziemlich stark verletzt, weil dieses Spiel da ausgelegt ist, dass ich überhaupt nicht mich treffen lassen sollte. Das wissen wir ja. Mal ein bisschen Action zwischendurch, das kann ja nicht schaden. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Vielleicht laufe ich auch gerade zurück, wo ich gar nicht hin soll. Das, naja, geht ja gut los. Selbst schuld, wenn man mir eine Waffe gibt. Dann kriege ich halt Panik. Aber das sieht eigentlich gut aus. Ich meine, vielleicht muss ich da hin. Ja, jetzt rennt sie schon mal. Auch wenn sie immer noch stark verletzt ist. Wir folgen einfach mal dem Licht da hinten. Was? Moment, das müssen wir auf uns wirken lassen. Am liebsten würde ich nochmal laden, ganz ehrlich, aber sie regeneriert gerade. Es wird ja gleich besser gehen. Ich glaube, ich muss einfach nur still stehen bleiben und dann... Ja, jetzt ist zumindest der Schmerz weg und jetzt regeneriert sie auch weiter. Wir warten mal eben ab. Es ärgert mich jetzt ein bisschen, da lag Munition, da lag sonst noch was. Und ich habe es einfach liegen gelassen, ich Idiot. Aber na gut, vielleicht werden wir ja noch sterben und dann kann ich es ja besser machen. Okay, alles total verrückt hier. Scheiße. Ja, Riesenscheiße. Was? Ah, Lampenlady! Wie sehe ich das recht? Ja, jetzt bin ich eh tot. Oder? Hilfe, ich kann ja eh nicht mehr rennen, wie immer. Ich habe nur das Licht gesehen auf einmal. Lampenlady! Na gut, wir wollten ja sowieso laden, nicht wahr? Aber ich befürchte, da kam gerade ein Kontrollpunkt, deswegen werde ich die Stelle zuvor gar nicht mehr besser machen können. Oder? Ja, okay, ich renne jetzt sofort los. Ich kann nicht rennen. Nee, okay, das ist... Naja, okay. Ich soll nicht um die Ecke darum. Das ist die falsche Richtung. Oder ich soll ihr Lämpchen wieder kaputt schießen. Das probiere ich. Lämpchen anschießen. Wie damals. Ich kann nicht. Ich kann die Waffe nicht ziehen. Na toll. Zurück? Doch, zurück würde gehen. Ach, ich muss zurück. Ich muss zurücklaufen, okay. Dass sie noch nicht mal die Waffe zielt, ne? Ja, so kommen die Tote zusammen. Ist das heute ein erfolgreicher Part? Ja, meine Güte. Egal, jetzt rennen wir halt zurück. Wenn ich das überhaupt wirklich darf. Na, rennen ist relativ, ne, Mädel? Doch, jetzt rennt sie, aber da ist doch gar nichts. Ich wollte mich doch veratmen. Moment, ich glaube, ist sie weg? Nein. Hä? Och Mann! Jetzt wird's aber langsam unlustig. Was soll ich machen? Aber eben hat sie auch die Waffe gezogen. Vielleicht muss ich erstmal ein Stück weg, dann die Waffe ziehen. Ah. So, ich muss irgendwie richtig laufen. Ich weiß noch nicht, wo genau. Ey, das wird wieder nichts. Ich häng fest. So, komm schon. Jetzt müssen wir doch hier irgendwo... Ja, wo nur? Ich kann nicht sehen. Sie rennt zwar... Diesmal laufst du nicht davon, ja. Okay, ah, jetzt sehe ich mal ein bisschen was. Och, komm, ey. Aber es ist so dunkel. Ich hab doch so kaum eine Chance.
Ich weiß nicht, ob das jetzt an meinem Fernsehgerät liegt. Das ist übertrieben dunkel gerade. Ich habe ja auch kein... Ach, ich habe ein Lämpchen, verdammt. Aber ist das clever? Sie hat selbst eben gemeint, sie läuft diesmal nicht davon. Ja, toll. Ist sie denn jetzt ernsthaft? Gegen sie kämpfen? Aber wie? Das ist wohl unser Kampfareal. Ja, jetzt mit dem Lämpchen funktioniert es auch ein bisschen besser. Ey, warum auch meine blöde Lampe aus? Ah, Mist, da ist er. Hat mich jetzt gerade nicht gesehen. Ja, ich bin mir noch nicht sicher, wie ich es machen soll, ganz ehrlich. Soll ich hier einfach wieder reinschießen? Oder ist die Lösung anders? Ja. Ruft sie nach mir, also... Das Gebiet ist groß. Ich habe ja auch Munition bekommen. Was mir ja wohl halbwegs verrät. Ich muss die jetzt echt hier machen. Das ist ein Boss-Battle mit ihr. Ich könnte würgen. Wo ist sie denn? Ja, im Zweifelsfall ist sie natürlich neben mir. Vielleicht muss ich sie einfach erschießen, wenn sie nicht gerade rot ist. Könnte ja sein. Was sind das für seltsame Schatten gerade? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich jetzt gleich tot bin. Weil ich wieder nicht wegrennen kann. Ja, wenn sie rot ist, dann kann ich ja auch nicht mehr ziehen. Jetzt verstehe ich das langsam. Vielleicht habe ich doch nochmal die Chance zu entkommen. Weiß nicht. Die ist leider immer noch hinter mir. So ein bisschen... Sie müsste mich ein bisschen verlieren. Aber das... Doch, das klappt. So. Ich weiß jetzt nicht. Naja, die halten mich immer noch scheiße. Ich kann nicht mehr schießen. Okay, aber immerhin, das ist mal ein Anfang. Das ist besser wie die ersten 3, 4 Versuche. Ich weiß zumindest, dass es sowas wie Licht hier gibt. Mein eigenes nämlich. Und ich weiß, dass ich sie töten muss, aber das beunruhigt mich. Oh Mann. Ja, jetzt erstmal wieder Lämpchen anmachen. So, jetzt finde ich mich auch wieder zurecht. Ist es schon wieder zu spät ist. Ach komm! Jetzt lass doch mal wieder von mir ab. Das war doch vorhin so angenehm mit uns beiden. So. Oh, sie ist so eine olle Zicke, ey. So. Diesmal laufe ich nicht davon. Okay. Und nach dem Spruch haben wir wahrscheinlich die Chance, eventuell sie zu erschießen. Wenn wir das Lämpchen treffen. Yes! Okay, aber das reicht natürlich nicht. Sie hat jetzt gar nicht registriert, von wo ich kam. Aber sie ist eindeutig zickiger jetzt. Sie ist schneller unterwegs. Ich sehe wieder nichts. Ist sie jetzt abgehauen? Nee, da rennt sie rum. Shit, und jetzt ist sie wieder auf Rot. Ich weiß nicht, ob ich sie im roten Status noch killen kann. Nee, ich habe wieder die Kopfschmerzen. Ich kann wieder nichts machen. Es ist so böse. Es ist so gemein. Ich muss diese roten... diese weißen Momente einfach ausnutzen. Oh weia, das kann ja was geben, ey. Das kann ja was geben. Jetzt muss ich erst mal gucken, ob ich nochmal von hier wegkomme. Sonst bin ich eh tot. Komm schon. Komm schon. Ja, jetzt mal schnell weg hier. So, aber sie hat sich noch nicht beruhigt, oder? Doch. Sie hat sich wieder beruhigt. Hinten leuchtet sie rum und ich werde es versuchen, sie erster zu erwischen. Dreh dich um. Ach, komm, ich wollte gerade abdrücken. Ich wollte gerade abdrücken. Schade. Komm, jetzt kann ich auch ziehen, wenn sie rot ist. Mist, jetzt kam sie von der anderen Seite. Scheiße. Ich wollte gerade schießen. Nein! Ich habe gleich keine Muni mehr und dann. Was mache ich dann? Hä? Was mache ich dann, Spiel? Musst du mir irgendwie Muni geben? Kannst mich nicht dann ohne hier stehen lassen. Aber vielleicht reichen ja auch 2, 3 gezielte Treffer. Bisher ist mir ja nur einer geglückt. Das ist die Panik. Die blanke Panik, die ich in diesem Spiel hier erleide. Oh, da lag eben was, meine ich. Das kann ich jetzt nicht überprüfen. Ich bin hier schon wieder in ärgster Bedrängnis. Lampenlady! Könntest du mal ganz kurz von mir ablassen? Danke. So. Lag da nicht. Ah, Muni. Die ist immer noch rot. Die hat mich immer noch auf. Ah, die hat mich immer noch im Visier. Shit. So,
So, jetzt können wir wenigstens rennen. Ich muss aber aufpassen wegen meiner Ausdauer. Oh, ist das ein Kampf. Jetzt beruhig dich doch mal wieder, Mensch. Okay. Ne, jetzt hat mich schon wieder gesehen. Ach, verdammt. Ich will endlich auch mal wieder an den Drücker. Aber das wird nichts. Nein! Ich hasse diese dumme Asthmatiker. Also nichts gegen Asthmatiker da draußen, aber... Ist doch nicht normal, ey, was die an Konditionen haben. So, jetzt bin ich wieder dran. Wo ist sie? Da hinten leuchtet sie oder leuchte ich das? Ich leuchte. Wenn ich das gleich hinter mir kommt, das wäre äußerst fatal. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie hinter mir kommt, ist relativ groß, denn ich sehe sie hier nirgends. Wo ist sie? Natürlich! Natürlich bist du immer da, wo ich gerade nicht bin. Ich sehe nichts. Nein, ich häng fest. Komm schon. Aber wenigstens verfolgt sie einem nicht so... Naja, ich wollte gerade sagen, penetrant, aber... Es reicht doch, um mich, dass sie mich töten kann. Och Mann, das ist ein ekliger Kampf. Also der macht überhaupt keinen Spaß. Da lobe ich mir doch eher den Kampf, den wir gegen Joseph hatten. Vor allem die Tatsache, ne? Man wird einfach mal gleich entdeckt. So, von vornherein, bams. Bist du drin, bist du gefangen. Gleich gucken, wo du bleibst. Diesmal laufe ich nicht davon. Ich will aber. So. Scheiß doch drauf. Komm. Schieß. Nee. Weil manchmal, da zieht sie nochmal nach, obwohl sie rot ist. Da denke ich dann, ah, vielleicht, wenn ich stur bleibe. Aber nee. Klappt nicht. Klappt überhaupt nicht. Genauso wie das Wegrennen gerade nicht klappt. Warum kann ich hier nicht einfach eine Axt in den Schädel rammen oder so? Wir hacken hier den Scheinwerfer einfach ab. Fände ich viel stylischer. Ah ja, gut, jetzt ruhe ich halt aus. Genau. Deshalb fressen zu werden ist ja auch viel schöner, nicht wahr? Genau. Man muss Prioritäten setzen, Kidman. Sehe ich ganz genau so. Ja, natürlich. Sie verfolgt mich penetrant wie eine... Seuche. Schön. Ganz toller Part. Ganz toller Boss. Der macht ja so viel Spaß. Damit die Olle sich nicht mehr beruhigt. So, jetzt vielleicht mal wieder. Das ist so sinnfrei. Jetzt mal wieder, schön. Yes! Jetzt habe ich was kaputt gemacht, oder? Ist sie blind? Kann sie jetzt überhaupt noch was machen? Ja, okay. Holt sie jetzt einen neuen Scheinwerfer oder? Nee, das leuchtet wieder. Shit. Schade. Ich habe jetzt schon ein bisschen gehofft, dass es das vielleicht war, aber natürlich nicht. Na. Okay, ich muss wieder weg. Och Mensch, schade. Okay, nach dem zweiten Mal passiert was Tolles. Aber nicht toll genug. Nicht toll genug. Och komm, nee. Okay, wir kommen der Sache vielleicht näher, vielleicht auch nicht. Vielleicht war das einfach eben nur ein kleiner Glückstreffer meinerseits. Oh. Lampenlady. Hab keinen Bock mehr. Oh Mann. Ich will weglaufen. Okay, tapfer bleiben. Geht's jetzt die Richtung oder nicht? Und dann hat sie sich umentschieden. Nee, hat sie nicht. Verdammt. Schön auf den Kopf zielen. Warten, bis sie sich umdreht. Jetzt sehe ich nichts mehr. Ja, natürlich. Hopp. Lass mich doch trotzdem nochmal. Genau. Scheiß aufs Rote. Hopp, schieß nochmal. Ah, vergiss es. Das war's. Ich weiß jetzt nicht, ob der Treffer gezählt hat. Sie hat auf jeden Fall so ein Geräusch gemacht. So nach dem Motto, aua. Na, jetzt ruht sie sich aus. Gerade jetzt. Okay. Zum Glück hat sich Lampenlady auch kurz ausgeruht. So kam es mir vor.
Meine Taschenlampe scheint ja nichts auszumachen, ne? Das müssen wir mal festhalten. Ist immer so die Gefahr, dass das was ausmacht, aber scheint ja nicht der Fall zu sein. Ja, wo kommt's jetzt her? Da. Ja, sie hat sich jetzt nicht umgedreht. Von hier vielleicht. Weiß nicht, ob ich das zielen könnte, wenn ich jetzt... das ist mir jetzt aber zu nah. Muss ich jetzt definitiv noch ein bisschen weggehen. Die dreht sich nicht um. Was für ein Nervenkitzel. Jetzt weiß ich nicht genau, wo sie ist. Da. Scheiße. Mann! Dumme Kuh. Ah, nichts getroffen. Nichts getroffen. So schlecht. Sie beruhigt sich aber, glaube ich, schon wieder. Das war jetzt ultra blöd. Da waren wir einfach ein bisschen zu gierig. Ich glaube, ich renne einfach zu hektisch rum. Ich müsste einfach mal wo stehen bleiben, hinter einer Säule oder so. Die regt sich schon wieder ab, so wie jetzt zum Beispiel. Scheiße! Gerade wollte ich schießen. Manchmal hat sie noch so einen kurzen Moment, wo sie denkt, ja komm, ich schieß drauf. Und dann, ach nö, doch nicht. Ich lass mich lieber essen. Ist viel schöner. So kommt mir das vor. Da ist sie schon wieder. Ah, ich häng fest! Na, ich bin tot. Einmal festgehangen, dann kann ich eigentlich nicht mehr entkommen. Oder? Die ist jetzt noch total wüterisch. Nein, sie war wüterisch. Steht zu viel Zeug, komme ich nicht ran. Ah, schlimm. Schlimmes Mistvieh. Es muss einfach genau sitzen, sonst habe ich keine Chance. Schieß trotzdem! Ich hasse dich dafür. Dass du nie schießt, wenn du schießen sollst. Ich hasse dich dafür, Kidman! Das könnte alles viel einfacher sein, weißt du? Schon wieder gesehen. Hier mal bleiben jetzt, nee. Ruhigt sie sich jetzt nicht, wenn ich hier bleibe? Nee. Aber jetzt. Jetzt ist sie wieder ruhig. Nein! Gerade war sie chillig. Gerade war sie chillig! Und jetzt ist sie hungrig. Ey. So, okay. Kann ich sie von nächster Nähe einfach veräppeln? Ja. Hey, das ist interessant zu wissen. Das macht die Sache ein bisschen einfacher. Mensch, schießt doch trotzdem. Nee, keine Chance. Aus nächster Nähe ist auch nicht so clever. Das haben wir jetzt gemerkt. Aus nächster Nähe ist nicht so doll. Also, ihre rote Phase verliert sie relativ schnell. Das muss ich mir zum Vorteil machen. Ich darf einfach nicht so hektisch rumlaufen. Dann verliert sie sich auch schnell wieder. Das ist etwas, was ich jetzt gelernt habe. Was mir den Kampf hoffentlich ein bisschen vereinfacht. Oh, und jetzt muss es halt wieder sitzen, ne? Der kurze Moment... Nee. Keine Chance. Die macht dann so den Kopf hoch. Dann würde Kidman zielen wollen. Aber dann bringt's mir ja nichts. So. Jetzt wieder warten, dann beruhigt sie sich auch wieder. Sie ist schon wieder die Ruhe selbst. Ach komm, das hätte echt jetzt als Treffer zählen dürfen. Finde ich. Finde ich mal schon. Anstrengend. Ich hasse dich. I hate you.
Stopp, stopp, stopp. Sie ist ja schon wieder ruhig. Bleiben wir auch ruhig. Da, immer wenn ich... Da! Bam! Fühl dich ausgenockt, Mistkuh. Hau ab. Natürlich haut sie noch nicht ab. Nicht vollständig. Ich habe nur noch ein... Mist, da war keine Munition, ich dachte. Jetzt ist ein Lämpchen aus. Ist das gut oder schlecht? Ich wollte gerade schießen. Ach man, es ist doch eine... Zum Würgen. Ich brauche Munition. Mit einem Schuss komme ich nicht mehr weit. Ich darf mich jetzt nicht auf das Munitionssuchen versteifen, sonst frisst sie mich wieder. Da liegt welche, aber kann ich jetzt nicht bringen. Ich muss hier weg. Ach, komm schon. Oh, jetzt ist sie wieder fast hinter mir, oder was? Na gut, ich habe es nochmal geschafft, zu entkommen. Ich warte hier. Sie müsste eigentlich das rote Licht gleich nochmal verlieren. Okay, gut. Gut. Da hinten ist er. Ja, schieß doch trotzdem! Kidman ist... Er sagt nichts. Was war... Wer weiß, wie wir uns verhalten würden in solchen Situationen, in die wir zum Glück nie kommen werden. Da kriegt man echt eine Scheinwerferphobie, ganz ehrlich. Durch dieses Spiel. Kurz warten. Ja, hat sich schon wieder beruhigt. Oder halt auch nicht. Lalala. Kurzen Moment sieht sie mich halt immer, aber egal, wenn sie mich jetzt hier erstmal verliert, dann... Genau. Ja, es sei denn, ich renne hier wieder ins Visier. Oh Gott, ich bin jetzt aber auch blöd. Komm schon. Müssen wir nochmal hinkriegen jetzt. Komm, komm. Oh, jetzt setzen die mal ab, oder? Komm schon, das war doch bisher ganz gut. Ah, die Gier, die Gier. Jetzt da hinten rennen, sie erstmal beruhigen lassen. So. Die kommt jetzt aber da. Boah, wie ich keine ruhige Sekunde jetzt mehr bekomme. Also ständig mich anguckt. Hopp, komm, beruhig dich. Spar Energie. Spar dein Lämpchen. Es ist hoffentlich dein letztes. Dass ich es dann auslöschen werde. Sie scheint jetzt einen anderen Weg eingeschlagen. Ne, da hinten ist er. Nicht, dass sie wieder direkt hinguckt. Sonst haben wir das gleiche Dilemma wieder. So, jetzt mal abwarten. Sehe ich sie kaum, leider. Kann ich schlecht einschätzen, wo sie hinschaut. Anscheinend will sie da hinten hin. Da sehe ich mal gar nichts. Doch, jetzt... Ja, natürlich, wenn sie mich anleuchtet. Ist egal, hopp, die ist Kilometer weit weg. Schieß drauf. War das kein Treffer? Ich bitte dich. Also gerade der letzte. So, also die Munition droppt nach. Das ist super fair. Oh, shit. Aber sie ist noch... Shit, jetzt ist sie nah. Wir konnten nochmal entkommen. So, jetzt wird sie gleich wieder chillig. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Komm, komm schon. Ja, das wäre meine Chance gewesen, aber es funktioniert einfach nicht. Oh, bin ich froh, wenn der Kampf vorbei ist. Ich kann das Spiel gerade überhaupt nicht genießen. Mit diesem Gegner. Die Fluchtdinger, die waren toll, keine Frage. Aber das hier jetzt... Hätte man anders lösen können, finde ich. Aber immerhin, also... Zugutehalten muss man dem Spiel, dass es doch sehr aufregend ist, ne? Sehr spannend. Aber schwer! Was ist los? Von wo kommst du? Boah, ich mich jetzt bloß nicht von der anderen Seite, sonst schrei ich. Wo ist sie? Gerade etwas unschlüssig, wo sie rumschlappt.
Ich sehe nicht mal ein Lämpchen. Da hinten, da. Volltreffer, würde ich sagen. Miss Dreckskuh des Jahrtausends. Sorry für die Beleidigung, aber es war ein Treffer. Es war ein Treffer. Jetzt muss ich nur noch überleben. Genug Muni habe ich ja. Komm schon. Nochmal eine ruhige Phase. Hallo. Genau, lass mich rennen, lass mich rennen. Lass mich wegrennen. Ja, genau, da hinten hin, da. Jetzt abwarten. So. Sie scheint wieder schnell unterwegs zu sein. Ach, ich wollte gerade wieder schießen. Es ist so gemein. Shit, jetzt könnte sie mich eventuell kriegen, wenn sie auf die andere Seite rennt. Aber das tut sie zum Glück nicht. Oh, sie ist aber ganz nah. Ich höre diese verdammten Stockelschuhe des Todes. Komm schon. Ich will nochmal wegrennen. Bitte. Wir waren so gut. Ah, nein! Oh Gott. Oh, ich bin ja fast in die Arme gerannt. Nein! Okay, das war's. Wahrscheinlich. Sei denn, Kidman kriegt nochmal... Okay, alles klar. Wir haben es irgendwie nochmal geschafft, aber... Nein! Kidman, ich hasse dich. Okay, alles cool. Bleib cool, bleib cool. Sie ist auch cool. Wir sind alle cool. Lämpchen. Nein. Ach komm, das war ein Treffer. Ich hasse es, ich hasse es. Ich hasse es nicht zu treffen. Das Ende habe ich schon als Treffer empfunden, muss ich sagen. Bin ein bisschen gemein. So. Nochmal. Nicht in die Richtung. Doch. Das muss jetzt mal sitzen hier. Komm. Ist einfach viel zu schnell rot wird hier. Nee, ich muss wieder weg. Ich muss wieder weg hier. So. Nein, sie ist zu weit. Sie ist zu nah. Sie ist zu nah an mir. Bitte ruhe dich jetzt nicht aus. Wir haben nicht die Zeit für sowas. Okay. Oh, komm, ich muss gleich die Munition wieder mitnehmen. Da hinten ist er. Ach, das war jetzt mal wieder super schlecht. Ich konnte ja gar nichts machen eben. Also nur blöd dastehen und... wo ist er? Oh, nein, 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 nein. Erstmal weg. Du ruhst dich jetzt nicht aus, Kidman. Du ruhst dich jetzt bitte nicht aus. So. Ah, shit. Ah, ne, sie ist wieder. Sie ist wieder smooth. Sie ist wieder smooth da hinten. Na? Hey, wie unfair einfach nur. Wie grottig unfair das nur ist. In einem Blitztempo dreht die Olle sich um. Und macht mir das Leben zur Hölle. Es ist übertrieben. Ich muss erstmal wieder weiter weg. Das ist mir alles zu nah. So. Aber na gut. Sie kriegt mich ja relativ selten, muss man sagen. Es ist nur unglaublich langwierig. Nicht hinter mir, oder? Okay. Dann ist ja gut. Das ist eins der Momente, die ich nicht so mag, wenn ich nicht weiß, wo sie rumschleppelt. Wenn ich es weiß, dann ist es meistens zu spät! Aber nicht für dich! Oh mein Gott! Wow! Woo! Ja, Leute! Hat Ruvik dich geschickt? Ich hoffe, er versteht die Botschaft. Du kleines, dreckiges... Mistscheinwerf-Dingeschen und du machst mir nichts mehr. Wir haben es geschafft, irgendwie. Es war ein Krampf, ich gebe es zu. Ist mir egal. Das Ding ist tot. Ja, war jetzt natürlich. Oh, was liegt da? Eine XXL voll. Oh ja, bitte. Oh, das wird gut. Auch wenn das eklige Geräusch immer noch bleibt. Ist mir egal, Freunde. Ich mache hier. Oh.
Ja, war jetzt ein bisschen länger die Folge, zugegebenermaßen, aber ja, wen kümmert's? Bis zum nächsten Mal, bis es wieder heißt: Let's Play The Evil Within, The Consequence.